Hey ho meine Lieben, heute gibt's mal wieder ein After-Work-Video, also nach der Arbeit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zutaten. Mal schauen, ob's ausreicht. Was machen wir eigentlich? Wir machen ein Pulled Peacock Hühnchen Burger. Genau, aber jetzt schauen wir, was ich hergerichtet habe. Unsere 7 Zutaten. Das Kikok-Hühnchen, das ist noch von meiner Bestellung von My Steak Shop. Ja, alle guten Dinge sind 3. Dann haben wir einen Eisbergsalat, eine Gurke. Dann habe ich heute ja wieder Burger Buns gekauft. Ich spare mir das jetzt nach der Arbeit extra noch Buns zu backen. Zum Würzen nehme ich das Chicken Run vom Beef Buddy. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal verwendet habe. Als Barbecue-Soße nehme ich die Original vom Hauptstadtgriller. Und dann haben wir noch einen Schmand. Gut, ich werde jetzt das Hähnchen schnell auspacken, einmal sauber abwaschen, trocken tupfen und dann können wir es schon würzen und aufspießen. Das geht auf den Gasgrill. Oh Mann, Leute, vor lauter Stress, Hektik und Telefon bimmelt die ganze Zeit. Ja, habe ich jetzt die Filmerei vergessen zwischendrin, aber naja, es ist ja normal kein Problem. Etwas Gewürz ins Hähnchen rein und ja, außenrum drüber. Jetzt probiere ich das noch schnell ein bisschen zu verschnüren. Und dann können wir auch schon rausgehen zum Grill. Auf alle Fälle jetzt erst einmal noch schnell Fesselspiele. Und dann sind wir auch schon soweit fertig zum Rausgehen. Genau, so hätte ich das jetzt behauptet, gesagt und werde das jetzt einfach so machen. So, fertig verknotet. Tja, die restlichen Gewürze streuen wir nachher noch schnell drüber. Wenn es auf dem Spieß ist, ja, können wir schon rausgehen zum Gasgrill. So Freunde, gerade angemacht. Die Brenner regle ich nachher gleich auf kleinste Stufe runter. Chicken drauf schmeißen. Nein, wir wollen andersrum drehend haben. Drehe ich jetzt andersrum. Ne? Jetzt dreht er sich richtig um. Schauen wir mal, wie er läuft. Wie gesagt, alle Brenner bzw. die mittleren auf kleinster Stufe, die äußeren lasse ich jetzt mal oben. Aber da ist ja jeder Grill anders. Die schieben mehr Hitze, da braucht man vielleicht dann bloß die äußeren. Eigentlich könnte ich da noch eine Flüssigkeit reinkippen. Was nehme ich? Moment. Bevor das Bier hier noch schlecht wird, weil es keiner trinkt. Schütten wir es einfach in den Grill rein. Wie lange braucht man? Habe ich auch noch keine Ahnung. Wie spät haben wir es? Irgendwo muss eine Uhr hängen. 18.15 Uhr. Naja, schauen wir mal. Kerntemperatur, Zieltemperatur auf alle Fälle über 90 Grad. Wir wollen ja pullen. Ja, alles weitere später. So Leute, ich würde mal sagen, knappe 180 Grad Deckelthermometer. Schauen wir nach einer Dreiviertelstunde mal da rein. Ja, so schlecht sieht es ja gar nicht aus. Ja, aber das dürfte noch eine Weile brauchen. Kerntemperatur habe ich jetzt noch nicht nachgeschaut. Ja, und werde ich auch wahrscheinlich erst später machen. So Leute, ein Dreiviertel Stunden später schauen wir jetzt mal nach der Kerntemperatur. Ja, ich denke, ein bisschen können wir auf alle Fälle noch. Da haben wir mit 65 definitiv noch zu wenig. Und jetzt hole ich doch noch ein Wasser und kippe noch ein Wasser hinzu. Sonst
brennt man es in der Schale zu sehr an. Ja Leute, ich habe jetzt gerade eben noch das Wasser hinzugekippt und wir lassen jetzt das Hähnchen auf alle Fälle noch ein bisschen drauf. Ich hoffe, ich vergesse es nachher nicht zu sagen, wie viel Grad es hatte. Oder beziehungsweise wie lang es drauf war, genau das meinte ich. Ja. Grillen wir soweit fertig. Wie gesagt, 92, 95 Grad, sowas um den Dreh soll es bekommen. Und dann geht es drinnen weiter auf dem E-Herd, damit der Johnny auch wieder was zum Mosern hat im nächsten Live-Video. Leute, wir sehen uns dann drinnen. So Freunde, nach eingehenden Studien von Kerntemperaturen, das Ding ist verdammt heiß, habe ich mich gerade dazu entschlossen, eine Kerntemperatur von 85, 86 Grad zu wählen. Und jetzt packen wir das Ding hier vom Spieß runter und dann können wir auch schon das Pullen anfangen. Ups, Schatz, ich übergebe mal oder ja, leg's dahin. Der Griff ist auch heiß. Fesselspielorgie beseitigen hier. Die Haut werden wir jetzt gleich abziehen. Ach, nimm mal bitte die Schere und schneid den Faden durch. Dankeschön. Wie gesagt, wir werden jetzt erst die Haut abziehen. Und dann ist dann die Haut in der Pfanne noch anrösten, wo dann auch der Schmand und die Barbecue-Soße zum Einsatz kommen. Ja, dann wollen wir mal. Jetzt helfen? Ja, du kannst jetzt dann gleich, wenn ich die Haut irgendwie halbwegs runtergepult habe, gezogen habe, kannst du die Haut klein schneiden, klein schnibbeln. Einfach ein kleines Stückchen schnibbeln, bitte. So? Ja, kannst schon ein bisschen kleiner hacken. Kleiner. Ja, die Haut kann richtig klein. Wir wollen natürlich alles an Haut haben. Und klein schnibbeln. Die Haut kannst du gleich in die Pfanne dann reintun, wenn du sie klein hast. Ja Leute, und dann pullen wir einfach mal so das ganze Hähnchen hier ab. Ist das schon alles? Kommt schon noch was. Ja, aber sonst kann ich jetzt hier nicht schneiden. An dem Mini-Eck, was du mir lässt, von links ein gewissen Brett. Also saftig ist es definitiv, Leute. Und schmecken tut es auch lecker. Ich verstehe jetzt immer noch nicht, warum dass man das, dass in die Pfanne muss. Damit die Haut richtig schön knusprig wird. Und wenn du hinterher die Soße drauf tust, ist sie ja dann nochmal knusprig. Ist ja auch labrig. Oder? Wir können auch... Verstehe ich jetzt irgendwas falsch? Wir können auch das Hähnchenfleisch in die Pfanne danach tun. Erst die Haut aufknuspern, dann das Hähnchenfleisch noch kurz in die Pfanne tun und da die Soße reintun, wenn dir das lieber ist. Ich lasse gern mit mir reden, besonders wenn man es noch nicht gemacht hat. Also ich verstehe das jetzt halt nicht, weil wenn du das jetzt aufknusperst und dann haust du die Soße rein, wird es wieder leitschig. Also, bevor jetzt wieder die Kommentare kommen, ich soll auf meinen Schatz hören, dann tue ich das jetzt ganz einfach. Dann machen wir das halt mit dem Hähnchenfleisch so. Also, ich knusper das jetzt auf. Okay. Genau. Und Leute,
Wir sehen uns dann, wenn das Hähnchen soweit gerupft ist, gepult ist. Ja, und ich das Hähnchenfleisch mit der Soße in der Pfanne nochmal, ja, kurz vermische. So, Freunde, unsere Hähnchenhaut-Croissants werden dann sozusagen auch fertig. Die können wir jetzt aus der Pfanne rausnehmen. So sehen sie aus. Und dann, ja, es tut mir leid, es ist leider nicht mehr so viel, wie es hätte eigentlich sein sollen, aber ich sag's euch, das hat zu lecker geschmeckt. Ich habe da wirklich richtig jetzt schon zugeschlagen. Die Litze brauchen wir hier ja nicht mehr. Wie viel? Ja, so einen halben Viertelhalben Becher in etwa. Und dann einfach einen kleinen Schwaps Barbecue-Soße, also viel brauchen wir da nicht. Waren vielleicht jetzt 2 bis 3 Esslöffel maximal. Und dann tun wir das nochmal ordentlich vermischen. Der Nebeneffekt ist jetzt, wenn man es oder wenn man zu lange zum Pullen gebraucht hat, ja, dass es nochmal ein bisschen wärmer wird. Aber ich war ja relativ flott und deswegen kein Problem. So, Leute, und dann können wir auch schon hier rüber gehen und zusammenbauen. Aber vorher noch mal probieren. Also ich find's genial. Gut, Freunde, dann bauen wir zusammen. Und Schatz, wenn dir das heute nicht schmeckt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Dann gibt's, wenn es mir heute nicht schmeckt, gibt's kein Kuchen mehr. Oh je. Schatz, hast du die Buns schon fertig? Aber selbstverständlich. Na, wunderbar. Bitte schön. Gut, wir tun ja jetzt nichts extra mehr drauf, außer ein bisschen Grünzeug, Grünfutter. Die Gurken habe ich extra dünn geschnitten. Handarbeit, echte Handarbeit. Lach nicht, schau mal, wie schön dünn die sind. Tja, weg ist es. Dann ein bisschen Salat. Oh Gott. Ja, du darfst auch Michi zu mir sagen. Dann hauen wir ordentlich von dem Fleisch drauf, von dem Pullet Chicken. Ah, hör auf, das reicht doch. Nein, du hast Hunger, du warst arbeiten. Ja, du warst auch arbeiten. Etwas von unseren großen Croutons. Noch ein bisschen. Und dann darfst du den Deckel aufsetzen. Tüdü. Gib mir mal bitte ein Blatt Zewa. Dankeschön. Mit einem Winterbär drauf, weil ich bin ja am Üben. Wächst ordentlichen Tellern. Na? Boah, hast du das schön gemacht. So, Freunde, sieht das Ding nicht richtig geil aus? Darf ich jetzt gleich probieren? Ich baue meinen selber. Total einfach. Ich baue meinen selber. Wie, das ist, ja, ist meiner. Okay, Leute. Ich würde aber sagen, wir sehen uns nach dem Essen ohne Probiererle und dann zum Fazit. Aber eins können wir uns ja wirklich nicht nehmen lassen, noch den Blick ins Innere. Ja, und jetzt esse ich. So, Freunde, dann kommen wir noch zum Fazit. Also, ich kann nur eine klare Nachmachempfehlung aussprechen. Dieses Mal ist das Peacock-Hähnchen vom MySteakShop mal richtig gut angekommen, glaube ich.
Ja, war sehr lecker. Ja, und ja, man hätte jetzt unten noch ein bisschen Soße reintun können, wäre die eine Alternative gewesen. Oder eben ins Kikok selber da ein bisschen mehr Schmand und Barbecue-Soße mit reintun. Aber meiner Meinung nach hätte es dann zu sehr den Kikok-Geschmack verfälscht. Ja, das ist meine persönliche Meinung dazu. Wer es natürlich möchte, soll, wenn das nachmacht, ein bisschen Barbecue-Soße noch unten rein und dann ist alles noch besser, vielleicht. Gut, Schatz, möchtest du im Allgemeinen noch was dazu sagen? Also nachdem die letzten Peacocks ja nicht gerade mein Fall waren. Meiner schon. Meiner nicht, weil ich bin kein Hähnchenbrustesser. Das ist mir alles zu mager, zu trocken. Ja, das muss man sagen, dass Michi dann immer mein Hähnchenbrüstchen gekriegt hat. Und ich im Ausgleich sein Mini-Winnie-Flügel. Aber diesmal war es richtig super. Gut, wunderbar. Endlich mal wieder was richtig Gutes gezaubert heute. Leute, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ein Däumchen nach oben. Abos würden, ja, mir auch recht gut gefallen. Leute, wir sehen uns. Ciao.